Hallo und herzlich willkommen zu Russian Fishing 4 bei Densen. Und zwar bin ich hier wieder an der alten Festung, am selben Platz wie im letzten Video. Und ich wollte ganz gerne schauen, ob der Aal nach dem Patch immer noch da ist. Und ja, mal sehen. Also, was heißt, der ist immer noch da. Ich konnte in der letzten Nacht einen Aal zum Beispiel fangen, vor 36 Minuten. Wie gesagt, das war in der letzten Nacht. Tagsüber konnte ich ein paar Schleien fangen, auch ganz geil. Die Schleie ist wieder da. Ja, auf jeden Fall stehe ich auf den Koordinaten 38, 57. Wie gesagt, wie im letzten Video, nur diesmal versuche ich es komplett auf Grund. Und zwar werde ich zwei Montagen einmal auf Fischfetzen reinwerfen und eine Montage auf Tauwurm. Ja, wie soll ich sagen, die Montagen zeige ich euch sofort. So, und das ist die auf Tauwurm. So, und zwar schauen die Montagen wie folgt aus. Die erste Montage, wo der Traum drauf ist, ja, die einfache Grundmontage, die habe ich natürlich komplett hochgeskillt, dass die Bissrate einfach noch ein bisschen höher geht. Und dann nutze ich hier wieder den Flur 6,4 Kilo. Warum nutze ich hier die 12 Kilo Schnur? Ja, wenn sie abnutzt, muss ich mir nicht die ganze Zeit eine neue kaufen, sondern kann halt bis 6,4 Kilo wirklich durchfischen, weil ja, das Vorfach ist halt. Ja, ihr seht hier, der Verschleiß 9%. Aber die Schnur nutze ich halt recht schnell ab und somit kann ich einfach nur viel länger die Schnur benutzen. Ich habe hier auf der 10 Kilo Rolle eigentlich ja, 300 Meter drauf. Wegen dem Vorfach kann ich aber nur die 6,4 Kilo Bremskraft nutzen. Und dann haben wir auch schon bis. Es ist wahrscheinlich der Schläfergründel, so wie immer, und auf Tauwurm. Genau, das ist halt das Problem, wenn man hier auf Tauwurm geht, vor allem mit so einem Vorfach. Man kriegt halt die Karpfen genauso da dran und ja, ihr seht schon, genau das ist das Problem. Die Drills dauern einfach nur um einiges länger. Ich meine, ich kann hier jeden Fisch ohne Probleme ausdrillen, das ist nicht das Problem. Ich habe 300 Meter Schnur drauf, aber ihr seht schon, man kriegt da leichte Probleme, vor allem ja, mit noch leichteren Equipped wird das umso schwerer. Das wird jetzt kein großer Karpfen sein, so 5, 6 Kilo wahrscheinlich. Also den kriege ich eigentlich raus. Sei denn, muss ja nicht unbedingt ein Karpfen sein, kann auch ein größerer Aal sein. Wäre natürlich cool hier. Deswegen mache ich ja den Tauwurm da dran. Ja, was sollte man bei Aal beachten? Das Wichtigste beim Aal ist einfach nur Geduld mitbringen und schauen, dass man wirklich. Genau das ist das Problem mit so einem Equipped auf Tauwurm hier zu gehen. Man kriegt halt die Karpfen da dran, die. Den weißen Amur, den weißen, ja, den weißen und den schwarzen Amur kriegt man dann an Haken. Und ja, ihr seht es einfach, der nimmt sich Schnur ohne Ende. Ich meine, wie gesagt, den sollte ich hier eigentlich ohne Probleme rauskriegen, weil das kein großer ist, aber es kann auch ein 34 Kilo weißer Amur beißen und dann hat man richtige Probleme. Ja. In den meisten Fällen wird er einfach nur die Schnur reißen oder ihr habt einfach nur keinen Bock mehr und lasst den Drill sein, macht einfach nur das Spiel aus, weil 34 Kilo mit der Bremskraft hier, ich schätze, ja, 3 Stunden, also Echtzeit, braucht ihr für den Fisch, um ihn zu landen, und ja, 3-4 Stunden mit Sicherheit. Der nimmt sich auch schon ordentlich Schnur hier.
Aber dafür ist es nicht langweilig. Ich habe was zum Drillen und kann warten. Vielleicht beißt ja auf die anderen Routen der Aal. Also alles cool. Auf Tauwurm kann man hier gehen und vor allem, wie ich schon sagte, die Schleie ist wieder da, die kann man hier auch ganz gut fangen. Die beißt gerade auf Mais und ja, Tauwurm genauso, Mistwurm beißt sie und so weiter und so fort. Also ist schon ganz cool. Wenn ihr ein bisschen Abwechslung haben wollt, dann macht ruhig Mistwurm, Tauwurm, Regenwurm und so weiter und so fort. Das bringt's alles. Normal ist der Fisch jetzt müde und ja. Also im Endeffekt ausgedrillt, wie gesagt. Das ist jetzt kein großer Fisch, den ich da drin habe. Aber ihr könnt euch vorstellen, was passieren wird, wenn ein Trophy-Amur an so eine Route dran geht. Also es macht irgendwann einfach nur ja, keinen Sinn. Sind wir da dran? Ja, ein Amur, wie ich es befürchtet habe. Ja, nur ein 4 Kilo Amur und ich habe gesehen, was er mit dem Equipment einfach nur macht. Er schwimmt einfach nur weg und man kann fast gar nichts machen. Ich lasse einfach mal trotzdem den Tauwurm da drin. Macht halt auch Laune zwischendurch einfach nur, ja, die Bisse halt zu bekommen. Auf Fischfetzen, ja, die anderen beiden Routen stehen still und es passiert ja nicht wirklich viel. Das ist auch gut so. Also solange, ja, der Aal soll natürlich beißen, aber die Schläfergrundel sollen zu Hause bleiben. Jetzt werden viele von euch wahrscheinlich sagen, ja hier Fischfetzen kann man. Oh, da ist der nächste Biss. Ja, und was soll ich sagen? Also ist halt recht schwierig. Genau das ist das Problem. Man kann hier gerne auf Tauwurm gehen, aber man kriegt halt diese bösen Bisse und die Drills dauern einfach nur viel zu lang. Das ist wieder irgendwas Großes, wahrscheinlich wieder Amur oder Schuppenkarpfen, irgendwie sowas. Also für einen Aal zappelt der zu wenig. Ja, 300 Meter Schnur, also alles im grünen Bereich. Man muss halt gucken, so eine 600er. 6000er Rolle muss es auf jeden Fall sein. Und gleich ist aufgeschlitzt angesagt. Oder auch nicht. Eine 6000er Rolle sollte es sein. Wenn ihr halt eine kleinere Rolle habt, dann müsst ihr schauen, dass ihr die Schnur dünner wählt, damit wirklich genug Schnur drauf ist, dass man einmal komplett um den See laufen kann oder von mir aus einfach nur hier an diesen Positionen stehen kann und dass der Fisch einmal rumschwimmen kann. Na gut, das wird nie der Fall sein, aber ich sag mal so, ich kriege ja hier eigentlich nie Probleme, weil ich halt wirklich genug Schnur auf der Rolle habe und die meisten Fische einfach nur ausdrillen kann. Ich spiel gerade damit, also der wird gleich auch schlitzen, wenn ich weiter so mache. Und der ist schon ziemlich weit weg. Also man kann jetzt ungefähr rechnen, so 130 Meter Schnur hat er jetzt schon genommen. Und das ist schon ein ganz gutes Beispiel hier, wieso man wie auf Tauwurm wirklich aufpassen muss und erst das Equipment haben muss, um auf Tauwurm hier fischen zu können.
damit das halt nicht passiert, damit man diese langen Drills einfach noch vermeidet. Und wenn man dann die falsche Schnur noch gewählt hat und nur 100 Meter Schnur auf Spule hat, dann hat man natürlich sofort verloren. Brauchen wir nicht mal drüber reden, der hätte jetzt schon lange alles. Okay. Und dann kommt auch noch sowas dazu, dann ist einfach nur aufgeschlitzt, ja, und der Fisch ist weg. Läuft, würde ich sagen. Sollte eigentlich nicht passieren. Komisch. Ja, schade. Aber was will man machen? Gehört dazu. Eigentlich, ja, was soll ich sagen? Eigentlich nichts verkehrt gemacht. Zu viel Bremskraft war es auf jeden Fall nicht. Einfach nur jetzt Pech gehabt und der Fisch ist abgewesen. Ihr habt es gerade gesehen, keine Ahnung, wie lange habe ich ihn gegrillt? 5 Minuten, 6 Minuten. Und dann einfach nur ausgeschlitzt. Erstens, die Rolle ist verbraucht und so weiter und so fort. Also nicht gut. Ja, mal sehen. Also bis jetzt ist ja nicht wirklich viel passiert, außer die beiden, ja, der eine weiße Amur ist da jetzt dran gegangen und was haben wir noch? Ja, der eine ausgeschlitzte Fisch jetzt. Schade eigentlich. Ja, gern gesehen, was das war, aber wahrscheinlich einfach nur ein weißer oder schwarzer Amur. Und jetzt ist natürlich tote Hose. Schon wieder. Also auf Tauwurm hat man hier um einiges mehr Action. Schleie. Ja, schade eigentlich. Dachte, ich kann den Fisch ausdrillen, hätte ich wenigstens was zu tun. Deswegen habe ich ja die zwei Routen auf Fischfetzen gemacht und die eine auf Tauwurm. Wollte es euch erstens zeigen und zweitens, ja, mal fangen. Naja. Kommt schon noch. Und da haben wir ein Biss und es ist, was haben wir da? Oh, ein schöner Aal. Sehr gut. 1,3 Kilo Aal auf Tauwurm. Also, ja, wie ich schon sagte, der Aal ist immer noch an der Stelle vorhanden und man kann ihn hier immer noch fangen. Auf Tauwurm
Fischfetzen, Mistwurm. Man muss halt einfach nur drauf aufpassen, ja, dass man wirklich jetzt, wie soll ich sagen, genug Schnur auf der Spule hat, um wirklich auch einen größeren Fisch ausspulen, sag ich schon, ausdrillen kann. Das ist das Wichtigste daran, und man kann den Aal auch. Man kann den Aal auch wirklich ja, auf Grund fangen. Und eigentlich absolut kein Problem. Man muss halt ein bisschen Geduld mitbringen. Das ist das Wichtigste daran. Nochmal die Montage. Wie ich schon sagte. Man muss einfach ein bisschen Geduld mitbringen. Vor allem bei dem Aal. Das ist genau dasselbe, wenn man auf ja, Goldschleie geht. Und ja, das ist einfach nur eine Geduldssache. Man sollte warten und hoffen, dass auch wirklich der Aal beißt. Es könnte ja auch natürlich sein, dass der größere Fisch, den ich da hatte, Aal gewesen ist. Was ich jetzt nicht hoffe, aber es kann sein, weil 6er-Haken, Karpfen ausschlitzen ist eher selten. Wäre das jetzt ein 1-0er gewesen oder sowas? Ja, aber mit dem 6er-Haken ausschlitzen ist eigentlich eher selten. Aber kann auch passieren. Mit viel Pech. Naja. Ich hoffe, es war kein großer Aal, deswegen alles gut. Bis 9 Uhr kann noch was passieren, ja. Ich schaue noch weiter. Also ich werde das Video einfach ein bisschen schnibbeln, damit es nicht ein bisschen kleiner wird, und dann, ja, ein bisschen kürzer, kleiner, ein bisschen kürzer wird, dann klappt das schon. Auf Tau schon wieder irgendwas. Marsch. Ein Barsch. Mehr viel passieren, aber ja, ein Aal habe ich gekriegt. Also bis jetzt 2 Nächte, 2 Aale ist halt relativ. Oh, da bewegt sich eine Maus. Es ist halt relativ, hält sich in Grenzen, Erfolg, aber ja. Der Aal ist da, man kann ihn auf Grund genauso fangen wie mit der Pose. Das ist überhaupt kein Problem. Man hat es hier gesehen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, obwohl es nur ein Aal jetzt geworden ist. Ja, ich sag erstmal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.